Das ist das Pixel 4 und das ist das Review vom Google Pixel 4. Fangen wir mal beim Äußeren des Gerätes an. Es ist auf jeden Fall sehr hochwertig verarbeitet. Der Aluminiumrahmen fässt sich hochwertig an und es liegt beispielsweise deutlich leichter in der Hand als ein iPhone 11 Pro. Akzente setzt der eingefärbte Powerbutton auf der rechten Seite des Gerätes. Nicht mehr auffallen tut der nicht vorhandene Klinkenstecker, da so gut wie alle Geräte bzw. kein Gerät mehr einen hat. Wenn wir uns aber von der anderen Seite auf die Vorderseite bewegen, fällt direkt das Display auf. Sowohl im positiven Sinne, denn es hat ein 90 Hertz Panel. Dieses ist von der Farbdarstellung sehr gut, einzig die Helligkeit ist nicht so stark. Zum anderen aber durch den sehr großen Balken auf der oberen Kante. In diesem dicken Ding ist ein 3D-Scanner, der zum einen die Gesichtsentsperrung ermöglicht, was echt nice ist, zum anderen soll er aber Gesten erkennen. Doch diese Gesten habe ich wirklich nie benutzt, da ein Tippen auf das Display deutlich schneller von der Hand ging. Aber sagen, dass das die bisher schnellste Entsperrmethode ist, die ich je in einem Smartphone gesehen habe. Auch im Vergleich zum iPhone 11 Pro hat das Pixel die schnellere Entsperrmöglichkeit. Was beim Pixel 3 viele gestört hat, war der nur 4 GB große Arbeitsspeicher. Der ist im Pixel 4 auf 6 GB angestiegen und ich muss sagen, dass die Alltagsperformance wirklich gut war und bei mir kein Ruckeln oder sonstiges aufgefallen. Was aber leider nicht größer geworden ist, ist der interne Speicher. Der ist weiterhin 64 GB groß und lässt sich nicht erweitern. Was es aber leider nicht mehr gibt, ist der unendliche, unkomprimierte Fotospeicher bei Google Fotos. Seit dem Pixel der ersten Generation hatte man diesen. Dieses Jahr gibt es ihn aber leider nicht und nur die normale Variante des Fotospeichers ist verfügbar. Heißt, man kann unendlich viele Fotos hochladen, aber diese werden komprimiert. Das ist sehr schade, denn man kann sehr gute Fotos mit dem Pixel aufnehmen. Ich blende hier jetzt einfach mal ein paar Aufnahmen ein. Meiner Meinung nach ist das Pixel mit die beste Smartphone-Kamera, die es gibt. Die Bilder sind ausgeglichen, nicht zu kontraststark und nicht zu kontrastarm. Und auch der Nachtmodus ist enorm stark. Videos lassen sich in 4K aufnehmen und sind dort auch digital stabilisiert. Einzig die fehlenden Optionen in der Kamera-App fallen mir persönlich negativ auf. Rein von der Bildqualität aber sehr schöne Ergebnisse. Der Meinung bin aber nicht nur ich, sondern auch viele andere. Und deswegen ist das Pixel bei Fotografen oder Fotoliebhabern sehr beliebt. Was andere aber eher negativ sehen, ist die Akkulaufzeit. Da muss ich aber sagen, dass ich immer über einen Tag kam und im Schnitt abends auch noch zwischen 20 und 30% hatte. Das ist zwar etwas schwächer als beispielsweise das iPhone 11 oder S10 Plus leisten, aber nicht so schlecht, wie es rüberkommt. Insgesamt muss ich sagen, dass ich in der Testzeit wirklich zufrieden mit dem Gerät war. Einzig der große Rahmen oben an der Frontseite ist mir negativ aufgefallen. Alle anderen Aspekte wie das Display, der Akku oder auch die Performance fand ich wirklich sehr gut. Und wenn man bedenkt, dass man das Gerät schon für 500 bis 600 Euro bekommt, finde ich es eine gute Wahl, vor allem wenn man eine einfach zu bedienende Top-Kamera ohne viel Schnickschnack haben möchte. Danke fürs Zusehen, lasst ein paar Kommentare da, über ein Like oder ein Abo würde ich mich auch freuen. Ich hoffe, das etwas andere Video hat euch gefallen und haut rein!